Heute das furiose Finale bei Beauty and the Nerd. Welches Paar erkämpft sich den Sieg und kassiert das Preisgeld von 50.000 Euro? Hoffentlich werden wir auf Platz 1. Wie weit werden sie gehen, um ihr Ziel zu erreichen? Oh, jetzt fehlt nur noch Erster werden. Scheiß Bitch! Wir müssen in dieses Finale kommen und wir kommen auch in dieses Finale. Hast du mich verstanden? Beverly ist bereit, über Leichen zu gehen. Ich glaube, ich muss echt sterben, um hier auszuschalten. Ich fange an, den beiden den Sieg nicht zu gönnen. Wer stößt an seine Grenzen? Man down! 3, 2. Das ging voll. Bitte, ihr neues Haustier. Wollen wir die hier hinten noch mal machen? Ich glaube, da hinten ist nicht so schlimm. Sorry, ich kann das nicht. Was? Dominik. Wie? Dominik out? Meine Kundin ist davon gelaufen. Kreis X. Hat so scheiße weh. Konnte nicht mehr. Der Arme, ja. Scheiße. Tata, nee, ich kann das nicht. Es tut so scheiße weh. Ey, vergiss es. Ich kann den nicht ernst nehmen, ja. Der ist viel zu süß, um irgendwie sauer zu sein. Das geht nicht. Das Ding ist, Bruder, der Bruder muss doch jetzt eh durchziehen, Bro, weil er hat doch die Hälfte gemacht. Jetzt hast du Hälfte noch. Mach doch, Bruder. Als nächstes zeigt der ehemalige Rittersmann, dass er nicht nur headbangen kann. Gut, im Whirlpool ging es eigentlich schon recht heiß her. Wir haben alle ein bisschen getanzt. Typisch ich, da kann ich einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Und das fand er auch ganz gut. Ekelhaft. Die Challenge im Halbfinale hört auf den schönen Namen Beautiful. Aber in die Tiefe gestürzt wird hier nur im Idealfall. Jesus. Ziel ist es, die gleich in der Luft hängende Beauty auf den Boden zurückzuholen. Dafür muss sie Fragen beantworten. Nach jeder korrekten Lösung erklettert der Nerd die Strickleiter und öffnet einen Karabinerhaken. Sind 4 Fragen geknackt und 4 Haken gelöst, muss nur noch gemeinsam auf den Buzzer gedrückt werden. Die 2 schnellsten Teams stehen im Finale. Schüchlern. Ich kann das, ich kann das. Ich bin in einem Flugzeug, ich bin in einem Flugzeug, ich bin in einem Flugzeug. Los okay, geht's mit der ersten Frage für Beverly. Wie lang ist mein Teleskop? Keine Ahnung. 50 Zentimeter? Hä? Wie viele Geschwister habe ich? Einen Bruder. Korrekt. Der Ex-Space-Nerd darf die erste Stufe abkoppeln. Oha. Oha. Alter! Wie viele Zentimeter hat eine Strecke von 10 Kilometer? 10.000! In welchem Jahr? Was? Wie viele Zentimeter hat eine Strecke von 10 Kilometer? 10.000! In welchem Jahr? Fiel die Berliner Mauer. 84. Bruder, ist die irgendwie auf den Kopf gefallen? Wie heißt laut Duden der Korrekte? Bruder, die ist ja halb tot. Plural von Plural. Was? Ich habe keine Ahnung. Bruder, ich glaube, die stimmt gleich. Oh Gott. Oha. Ey, Bruder. Das war's. Die Arme, die ist einfach da oben ohnmächtig. Keiner hilft dir. Zombie-Hype vorbei, durch. Da kam dann schon keine Antwort mehr. Sie hat alles hängen lassen, Augenmann zu. Das war's. Und die macht davor noch auf hartnäckig und ehrgeizig. Sick, dann land. Für mich am schwierigsten war zu sehen, dass Beverly nicht gut geht. Nicht reagiert, die Augen zu hat. Kurz, Hype vorbei. Bev down. Ja, ist alles klar? Beverly. Tschüss. Alles in Ordnung? Tschüss. Hey. Bleib liegen. Ich bin nicht fertig. Beverly, ganz ruhig. Bleib mal liegen.
Tschüss. Die ist komplett vorbei. Wir haben beide gesagt, wir müssen entweder dort umfallen oder unsere Körper sagen nein. So weit ist es dann auch gekommen. Da kann man noch so stark sein, irgendwann, wenn man halt eine Angst hat, kann die dann überhand nehmen. Der Chat ist so Dreck. Der Chat ist so Dreck. Was ist passiert? Ich fühle mich, als hätte ich sehr, sehr, sehr viel Party gemacht. Ich bin ein bisschen müde und ich habe extreme Kopfschmerzen. Falscher Reboot. Ey, du musst richtig hart schreien, okay? Wie heißen meine beiden Katzen? Mali und Moritz, ja! Jetzt bin ich gespannt. Go, go, go! Oh und los, oh und los! Tigger! Dominik! Dominik! Auf! Tot! Sie! Wie Sie. Tot! Sie! Jawollo! Ah. Heilige Maria, Mutter Gottes! Loslassen, wirklich loslassen, Dominik, ernst. Los, Dominik, auf! Denk dir einfach, du bist Spider-Man! Ja, ich komm nicht, kann mich nicht bewegen. Jawohl, und weiter! Auf, ich kann Dominik! Nicht, ich hab keine Kraft mehr! Wir sind gerade erst am Anfang, verdammte Scheiße! Bruder, Dominik, Bruder, ja, der ist, der Arme, ja, der ist, ey, Bruder, der tut mir so leid, Bruder, er kann einfach nichts, ja. Komm! Oh, es tut mir leid, dass ich kein Sportler bin und keine Kraft in den Arm habe. Ja, aber doch auch... Bruder, was hat's damit zu tun, Bruder? Du wirst doch wohl diese, Bruder, das macht mich gerade richtig sauer. Auch wie er klettert und so. Ich hab keine Profisportler hier, verdammt. Du hast... Bruder, der wurde doch bezahlt, Bruder, das ist gescriptet, Junge. Nicht dein Bestes gegeben bis jetzt, das war gar nichts. Das tut so sehr weh. Alter, das ist nicht wahr, echt. Das ist nicht wahr. Da hätte ich mir am liebsten einen anderen Nerd gewünscht, der einfach ehrgeizig ist, hier den Scheiß durchzuziehen, egal wie schwer es ist. Tut mir leid, verdammt! Nee, nehm ich nicht an! Schieb's dir in deinen Arsch, Dominik! Ich hab die Schnauze jetzt voll! Nee, was redest du? Abo! Natascha hat mir einige schöne Dinge an den Kopf Verständlich geworfen. Verständlich, rede! In dem Moment hat mir sowohl meine Arme und auch mein Herz Rede, weh. Natascha. Ah, verdammt nochmal. Du hast nicht mal irgendwas versucht. Ja, es tut mir leid, verdammt. Von wegen, du gibst dein Bestes. Ich habe dir immer Mühe gegeben. Du hast nicht mal irgendwas versucht. Danke für nichts. Tschüss. Was geht hier ab, Chat? So wirst du in deinem Leben auch nie was erreichen. Ich bin auf ihn angewiesen. Und er gibt... Oha, Junge. Tschüss. Rede, Natascha. Gib einfach auf. Ich hätte niemals einfach aufgegeben. Rede, Natascha. Sie weiß überhaupt noch nicht, wie ich mich fühle. Ich glaube, ihr war es auch egal. Geht nicht, ne? Geht nicht. Ich weiß, dass sie sauer ist. Geht nicht, Dominik, gell? Geht ja nicht. Dominik! Sie macht ihn gerade zum Hund. Dominik! Könnte ich doch bis nach oben hin machen, ne? Aber geht ja nicht. Oh Gott. Oh, mich einfach nur ankotzt, Alter. Sicker. Ich schäme mich jetzt gerade echt. Ich weiß, dass sie sauer auf mich ist, aber was soll ich machen? Und hast du mir was zu sagen? Du brauchst gar nicht so blöd wegrennen, Dominik. Ich weiß selbst, dass ich eine Enttäuschung bin. Wahnsinn! Warum konnte ich keinen anderen Nerd haben? Dass ich jetzt doch einen anderen Nerd will. Aber das hätte sie mir längst früher sagen können. Ja. Ich sterbe hier, Chat. Bro plant ein Attentat. Was ist das für ein Blick, Chat? Was ist das hier für ein Blick? Bro plant ein Attentat auf Natascha. Aber... Das ging einfach nicht. Aber ich möchte dir noch was sagen. Ein paar Dinge, die du mich genannt hast, das bin ich nicht. Wer geht denn in eine Show und sagt, naja, ich guck mal, wie weit ich komme? Das ist ja der falsche Weg im Leben. Weißt du, wenn du dir was vornimmst, so wie den Führerschein. Der Führerschein ist teuer. Rede, rede. Und ich habe einfach keine Kohle, um den neu zu machen. Also gab's für mich halt nur, ich gebe alles. Weißt du? Ich danke dir immer noch, dass du mir geholfen hast, mehr aus mir rauszuholen. Gerne. Wenn du Tipps brauchst, meldest du dich einfach. Ja. Man kann gar nicht so sagen, ich habe eine spezielle schönste Erinnerung, sondern es waren ganz, ganz viele Momente, die es ausgemacht haben. Also die ganze Zeit das über so, die zwei Wochen gab es so viele Momente. Bruder, wir haben dir aber, Chat, wir haben dir so viel Bock, ihre Koffer zu packen die ganze Zeit, wie anstrengend. Zu viel gelacht habe, auch wo ich geweint habe, aber alles zusammen war einfach super, super schön. So, ja, jetzt passt. So, meine Lieben. Leute, draußen ruhig. Tschüss, Natascha. Hau rein, Natascha. Jetzt sind, glaube ich, die zwei langweiligsten Teams da, wirklich.
Tschüss. Ich glaube, das war das lustigste Format, was ich überhaupt gemacht habe bis jetzt. Und das nehme ich auf jeden Fall mit und auch die ganze positive Energie mit nach Hause. Und ja, es war sehr, sehr schön. Wer entscheidet das Finale für sich? Es ist eine große Leistung, dass beide Teams im Finale stehen. Und gebt nochmal alles und wir drücken euch ganz fest die Daumen und feuern euch ganz, ganz fest an. Die laufen einfach alle fünf wie NPCs, ja. Bei Gerüttelt, nicht gerührt, müssen Martini-Gläser durch einen Hindernisparcours. Je mehr Wasser in der Säule landet, desto mehr Herzen gibt es. Station 2, Clap Me If You Can. Ein Spielspaß, der einen so schnell nicht wieder loslässt. Danach geht's blindlings in die Mausefalle zum Herzensammeln. Die letzte Finalaufgabe, Hand aufs Herz. Hier müssen Glibberkriechgraben, Reifenstapel und Sandkasten durchsucht werden. Wer insgesamt die meisten Herzen erringt, gewinnt Beauty and the Nerd und 50.000 Euro. Bravo, 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 bravo. Okay, wir haben eins. Yes. Langsam. Wie viele Augen hat ein Zyklop? Ein was? Ein Zyklop? Ich habe keine Ahnung, was ein Zyklop ist. Was ist das schon? 64! Fast, wenn man 63 Augen zudrückt. Keine Ahnung, 12? Was ist ein fucking Zyklop? Du bist ein Fabelwesen, sag ich mal, aus der griechischen Mythologie. Aha. Der einäugige Riese. Aha. Und wer sind die Olsen-Zwillinge? Ja, siehst du. Ja, siehst du? Im Reifenstapel warten fünf weitere Herzfragen. Zu finden und lösen in maximal 3 Minuten. Go, 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 go. Es ist irgendwo innen. Ja. Weiter, 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 weiter. Wie der einfach diese Reifen nimmt, ne? Als wären die nix. Macher, Junge Samuel. Echt, ey. Der Gott der Reifen, ne? Ja, weg damit, weg. Mr. Bombastik! So elegant und sexy der war ja aus, mein Samuel! Mystic Romantic Fantastic Lover! Mr. Lover Lover! Mit welchem? Mr. Bombastik! Sang Bradley Cooper! Shallow! Keine Ahnung! Mein G, sag keine mal, Ahnung! Bitte? Mit welchem? Mit wem sang Bradley Cooper Shallow? Lady Gaga! Lady Gaga! Weiter, 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 weiter. Ja, mach weiter jetzt mit einem Reifen da. Yes, 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 yes. Welcher Konsonant folgt im deutschen Alphabet auf den letzten Vokal? Keine Ahnung. P? V? Wow. Abgeraten. Ich bin einfach ein Idiot, denke ich manchmal. Man muss auch Glück haben. Und für die letzten 5 Herzen muss man Hände wie Schaufeln haben. Yes. Go, 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 Samo. Ja. Grab, 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 grab. Grab, schneller, schneller. Beweg dich wie ein Krebs. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Wenn du in einem Rennen die Zweitplatzierte überholst, auf welcher Position bist du dann? Wenn ich in einem Rennen den Zweitplatzierten überhole. Zweiter. Haben wir alle? Ja, dann bin ich Erster. Oh, wie dumm! Oh. Gänsehaut. Hä? Nein, dann bin ich Zweiter. Weiter! Und die nervt die ganze Zeit mit ehrgeizig und so. Wie die übertreibt, ja. Wie viele Personen stehen bei Anpfiff eines Fußballspiels innerhalb des Spielfelds? Keine Ahnung, 12? 22? Wie viele Bruder. Fußballspieler haben die denn da? Schiedsrichter. 23? Bruder! Ach,
fuckt euch die Bohne, ey. Ich ärgere mich ein bisschen, der Samuel hat einen so guten Job gemacht, der hat jedes Herz gefunden. Und dann komme ich und hier, ich kann nicht mehr. Alter, ich kann das Fußballding war schon richtig mies. Oh, bist du auch als Schnäschen? Florian auf 180. Das war es. Der Spielteil ist abgeschlossen. Für wen reichte es zum Sieg? Also ich fand die Spiele richtig wack. Also jetzt haben wir es hinter uns, jetzt haben wir alles hinter uns. Das war die allerletzte Challenge. Jetzt können wir nichts machen. Jetzt können wir echt nur noch ruhig bleiben und hoffen, dass die anderen verkacken. Genau. Komm her. Du hast es mega gemacht. Danke, du auch super, ey. Gut, jetzt bin ich aber irgendwie noch nervöser als vorher, weil ich keine Ahnung habe, was natürlich die anderen jetzt gemacht haben. Das finden die Finalisten jetzt heraus. Wer die meisten Herzen an den Stationen eingesackt hat, gewinnt Beauty and the Nerd und 50.000 Euro. Möge die Auszählung beginnen. Der Gewinn wird uns beiden sehr viel bedeuten. Weil wir beide eben sehr ehrgeizige Personen sind. Wir haben uns den Arsch aufgerissen und haben alles gegeben für das. Oh mein Gott, mir ist schlecht, ey. Alles gut. Der Gewinn wäre schon eine ziemlich große Krone auf dieser ganzen Erfahrung, die wir hier machen durften. Das müssen wir jetzt auch noch hinkriegen. Man muss nur noch so machen und... Ich sag Samuel Setti. Gleichstand. Kann noch wer nachlegen? Wie? Ja. Nun! Ja. Ah, Beverly! Keine mehr? Endstand 26-30. Mit einem Punkt, Chat, Alter. Stell dir vor, sie hätte einfach diese Frage richtig beantwortet und dann bist du Zweiter, Gänsehaut. Also ich gönn's dir null, die fuckt mich todes ab, Bruder. Ich hoffe, das Geld wird abgezogen vom Finanzamt oder so, Bro. Wirklich grausam. Beverly hätte ich es auch nicht gegönnt, weil die meinen Kopf gefickt hat. Flo ist eh ein Knecht. Ich gönn's nur Samuel, Bruder. Rest soll sich ficken. Also die Serie war eine aktive 6,5 von 10. Nicht mehr, nicht weniger. 6,5 von 10. Da geht auf, Bruder, die Staffel war, Bruder, da war zu wenig Spice. Da war zu wenig, Bruder, das ist ab 12 die Serie, Chat. Die muss ab 16 sein, dann bockt sie erst, Chat. Die ist ab 12, Bruder. Ab 16, da muss knallen. Neue Staffel besser. Es gibt ja noch keine neue Staffel. Ich bin mal gespannt, wann die neue Staffel kommt, Chat. Ob ich dann da werde ich dann wahrscheinlich drauf reagieren dürfen, aber weiß halt, ja, das geht auf jeden Fall deutlich, deutlich besser.